Komm rein. Hallo. Hi. Na, wo ist denn der Karl? Ich muss dir was erzählen, komm rein. Also, nee, ich sollte nicht. Also. Also pass auf, ich war heute mit Sinan unterwegs, das ist ein Kumpel von mir. Wir waren draußen am Rhein, haben rumgeblödelt, die Sonne hat geschienen, es war richtig schön. Und plötzlich kam so ein Vollidiot, der uns richtig blöd angemacht hat. Du hässliche Fettsau. Was ist denn los? Du und dein Kümmeltürk, ihr nehmt uns unsere Arbeitsplätze weg. Warum denn gleich so aggressiv? Was ist aggressiv? Ich kann ja auch direkt einen aufs Maul hauen, du blöder Wichser. Ja, voll aggressiv. Jetzt komm mal runter. Nichts aggressiv, Mann. Ey, ich hau dir gleich eins auf die Fresse, du fette Fettsau, du. Komm einfach mal runter. Wir gehen gemütlich ein Bierchen trinken. Ich lade dich auch ein. Alles cool. Willst du mich jetzt komplett verarschen, du blöder Wichser? Ja, ich will dich einladen. Ey, du willst mich doch hier voll verarschen, oder? Ich mach dich gleich fertig. Warum wirst du denn jetzt schon wieder beleidigend? Verpiss dich bloß mit deinem Asylantenpack-Freund, du. Wann kommt Karl jetzt? Egal. Weißt du, Sinan und ich, wir hätten dem Typen auch einfach direkt einen draufhauen können. Dem Karl? Nein, dem glatzköpfigen Arschloch. Aber wir haben versucht, mit dem zu reden. Wir haben ihn auf ein Bierchen eingeladen. Ja, und er hat überhaupt nicht drauf reagiert. Verstehst du das? Komm mal näher. Bin ich denn überhaupt anders? Also, keine Ahnung, also ich meine, ich kleide mich doch ganz normal, esse gern mal einen Keks oder trinke einen Tee oder auch mal ein Bierchen. Genauso wie der Sinan oder alle anderen. Was hat das mit Karl zu tun? Sag mal, kannst du eigentlich überhaupt was? Das ist schon ein bisschen hart, ne? Du bist anders als Carlo. Und den rufe ich jetzt an. Carlo! Ja. Ja, ich weiß, da ist einiges schiefgelaufen. Ja, komm doch einfach vorbei und wir quatschen mal ein Bierchen drüber. Bis gleich. Ciao. Dieses Video ist eine Anlehnung an die Kampagne YouTuber gegen Nazis. Link dazu in der Infobox. Mich würde jetzt noch interessieren, welche Erfahrungen habt ihr mit Rechtsextremismus gemacht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren natürlich nicht vergessen, Daumen nach oben geben und dann geht es weiter, entweder mit dem Video von letzter Woche oder mit Chewbacca-Style. Bussi Kalussi! Muah!